ihr Hübschen. Schon wieder 1000 Fragen an dich selbst. Eine Kooperation mit einigen YouTubern. Die stehen alle hier unten drin. Habe ich alle reingemacht, ne? Und mein Hund fühlt sich wieder angesprochen. Das ist jetzt die Frage 251. In welcher Sportart bist du deiner Meinung nach gut? Ich glaube, die habe ich in den anderen Video auch schon beantwortet, ne? Auf jeden Fall Inliner fahren. 252. Heuchelst du häufig Interesse? Nein. 253. Kannst du gut Geschichten erzählen? Ich denke schon. 254. Wem gönnst du nur das Allerbeste? Ich gönne euch allen das Allerbeste. Und natürlich meine Lieblingskünstler, Autoren, Autorinnen und Sängerinnen und Sänger und die auch immer, also eigentlich alle, wünsche ich das Allerbeste und dass sie alle ihre Wünsche und Träume und Ziele erfüllt haben oder werden, wie auch immer. Oder ihr auch natürlich. 255, was hast du zu deinem eigenen Bedauern verpasst? Gute Frage. Was habe ich verpasst? Vielleicht das eine oder andere, weil es ein Jetzt-Moment war, das ich immer gemacht habe. Also, dass ich aus meinem Jetzt-Moment immer gehandelt habe, was ich für mich richtig empfand. Da ich nämlich immer im Hier und Jetzt lebe. Man weiß ja nie, was morgen ist. Kann ja auch schon tot sein. War bei den ein oder anderen dieser Jetzt-Moment ja vielleicht etwas zu viel. Und das bedauere ich sehr, manchmal zumindest. Aber andererseits bedauere ich es auch weniger, weil es war ja mein Gefühl danach und meine Richtigkeit und mein wichtiges Teil meines Lebens. Und wieso soll man sich dafür entschuldigen? Also, 256, kannst du dich gut ablenken? Ja, natürlich, mit Musik, mit Yoga, mit Bücherlesen, mit Schreiben, mit Malen, mit allem irgendwie. Ich kann mich gut ablenken, wenn irgendwas Schlechtes irgendwie kommt. So auch mit YouTube-Videos machen oder wie auch immer. 257, in welcher Kleidung fühlst du dich am wohlsten? In meiner Schlabberkleidung. Ich gebe es zu. In meiner Schlabberkleidung. Und eher, also zumindest in der Kleidung. Ich hole mal was aus dem Schrank, ja? Weil ich ganz viele Farben im Schrank habe, so wie Regenbogen, wie auch immer, alle Farben so. Und dann hole ich das raus, was mir gerade gefällt. Und darin fühle ich mich auch in dem Moment, in dem Jetzt-Moment, dann immer wieder am wohlsten. So wie das hier. Irgendwie habe ich das jetzt, ist mein Lieblingsteil, das habe ich jetzt irgendwie immer an. Fast. 258, wovon hast du geglaubt, dass es dir nie passieren würde? Dass ich versehentlich meine Leichtigkeit, meine Ruhe und meine Gelassenheit verloren habe durch irgendwelche Situationen, die ich einfach erstmal nicht verstanden habe. Weil diese Personen, die das eine oder andere mir immer mal rübergeben in ihrem Leben, die wissen wahrscheinlich auch manchmal nicht in diesem Hier und Jetzt-Moment, ob es jetzt wirklich richtig ist und ob sie sich das wirklich so wünschen und da auch wirklich daran glauben, dass es richtig ist und dass sie daran Vertrauen haben. Das hätte ich mir gewünscht, dass es nie passiert wäre, dass dieses Durcheinander, dieser Glauben und Vertrauen und dieses Hin und Her, dass die Person ja mir irgendwas zusendet, was ich selbst nicht verstehe und was sie wahrscheinlich selbst auch nicht versteht, was auch immer, wie auch immer. 259, würdest du gerne zum anderen Geschlecht gehören? Nein, danke. 260, wer nervt dich gelegentlich? Ich nerve mich gelegentlich.
Ich gebe es zu. 261. Über welche Themen unterhältst du dich am liebsten? Über Themen mit Engel, Liebe, Tiere, Menschen, also eigentlich alle Themen, Wetter, wie auch immer. 262. Kannst du leicht Fehler eingestehen? Ja, kann ich. Kann ich sogar eigentlich, glaube ich, sehr gut, weil ich mich ja so sozusagen selbst kenne. Und dann auch manchmal selber auf mich sauer bin. Und andererseits sage ich dann immer, ich habe es ja in dem Jetzt und Hier Moment gemacht, so wie ich es gefühlt habe, gespürt habe und wie ich es für richtig und gut empfunden habe. Also ist es halt so. Das ist dann irgendwie auch kein Fehler. 263. Was möchtest du nie mehr tun? Kann ich nicht sagen. Also ich tue immer gerne alles, was ich machen möchte. Also 264. Wie ist dein Gemütszustand üblicherweise? Sehr gut. Denn ich lache natürlich gerne und strahle gerne, wie auch immer. Ja, ist halt so. 265. Sagst du immer die Wahrheit? Ja, deswegen habe ich ja auch... ist ganz schön windig draußen. Deswegen habe ich auch manchmal ein paar Problemchen mit den Leuten, die Wahrheit oder auch... die auch immer nicht so wahrhaben möchten oder... das dann verdrängen oder sagen, das sehe ich aber anders. Und dann sage ich auch, das ist ja auch richtig so, es ist ja nur meine Meinung und meine Wahrheit. 266, was bedeutet Musik für dich? Alles, alles. Also auch wenn ich die letzten Jahre keine Musik mehr gehört habe oder auch fühlen konnte oder was auch immer, finde ich das für dieses Jahr wunderbar, dass ich wieder Musik höre, singe und... dass mir Lieder kommen, Texte und Gedichte, dass ich mich wundervoll damit fühle und einfach weiter damit mache. 267. Hast du schon einmal einen Weinkrampf vorgetäuscht? Nein, wenn ich weine, dann ist es wirklich aus meinem tiefsten Gefühl raus, aus meinem Herzen und ja. 268. Arbeitest du gerne im Team oder lieber alleine? Das ist unterschiedlich, das geht dann vom Team ab. Wenn das Team mit mir gerne arbeiten möchte, arbeite ich gerne damit und ansonsten alleine. 269. Welchen Fehler verzeihst du dir immer noch nicht? Da ich viel an mir verändert habe, verarbeitet, wie auch immer, verzeihe ich mir alle Fehler, die ich überhaupt in den letzten 34 Jahren gemacht habe. Oder zumindest die angeblich von anderen Menschen so als Fehler wahrgenommen wurden und für mich einfach als Richtigkeit bestehen. So. 270. Welche Verliebtheit, die du empfindest, verstehst du selber nicht? Keine, weil ich immer gerne verliebt bin und überhaupt liebe und wenn, dann verstehe ich die Liebe sowieso so, wie ich die verstehen möchte und wie es aus meinem Herzen kommt und alles andere ist dann halt so, was der andere meint, denkt, fühlt und weitergibt, ist ja deren Sache. So, so viel dazu und das war's dann wieder mit den nächsten 20 schönen Fragen und dann gibt es dann natürlich in ein paar Tagen das nächste Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen.